und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo. Genau, ihr hört richtig, Stellplatzvideo. Auch wenn ich hier in einem wunderschönen Garten stehe, aber der Garten gehört zum Stellplatz. Wo sind wir gelandet? Man kann es sich sicherlich wieder denken, wir sind in den Niederlanden, direkt hinter der Grenze an der Maas, die sich hinter den Bäumen da befindet. Wir sind in Wesel, Ortsteil Reck, dem Camperplatz Wesel an der Maas, einem wunderschön ruhig gelegenen Wohnmobilstellplatz mit allem, was das Herz begehrt, inklusive dem angrenzenden Garten mit über 200 historischen Gemüsesorten. Ich zeige euch jetzt mal mit dem Alfred mal wieder den Stellplatz, wie ihr hier angefahren kommt und wie es hier geht mit der Anmeldung und dem ganzen anderen drumherum. Kommt mit, es lohnt sich wirklich einmal hierher zu fahren. Ihr kommt dann hier hereingefahren, folgt dem Hinweisschild und stellt euch hier vorne an der Wartebucht hin, doch auf dem Schild an dem grünen Kasten, wo das Wohnmobil drauf ist. Und von da aus geht ihr zur Rezeption. Ihr könnt natürlich auch zu Fuß gucken, ob noch was frei ist vorher. Aber wollt ihr hier, und der Platz ist wirklich heiß frequentiert und wir haben reserviert, was wir so gut wie nie tun. Lag zwar am Fußball, weil um 18 Uhr das Spiel war und wir nicht suchen wollten, aber ich hatte da schon so eine Vorahnung. Ihr könnt hier reservieren, telefonisch, aber dann bekommt ihr die Bitte, eine E-Mail zu schreiben, weil er dann Name und Kennzeichen notieren muss. Also schickt dem Jack eine E-Mail und dann bekommt ihr eine Buchungsbestätigung, wenn noch genügend frei sein sollte. Wir haben hier verschiedene Anzahlen an Stellplätze. Wir haben 26 Stellplätze mit einem geschotterten Untergrund als Stellfläche für euer Wohnmobil und daneben einer Rasenfläche und genügend Rasen auch noch vor dem Wohnmobil oder hinter. Kommt jetzt darauf an, wie ihr euch hinstellt. Eigentlich ist es logisch, wie man sich hinstellt, aber das war, haben wir gesehen, nicht immer so einfach. Der eine hatte Rasen, der andere hatte dadurch keinen Rasen. Es gibt aber auch noch 10 bis 20 Ausweichplätze, die nicht mit Strom sind, auf der Wiese, die wir jetzt von hier nicht sehen, wo wir stehen. Da wir von vornherein gesagt haben, wir wollen keinen Strom, ich möchte auch auf der Wiese stehen, zeigen wir das euch gleich anhand der Fläche, wo wir stehen. Wir gehen uns jetzt, glaube ich, erstmal besser anmelden, weil Entsorgung ist belegt, die Plätze sind noch belegt, die Stromsäule ist hinten in der Mitte. Ach, das ist die Masterstromsäule, sehe ich gerade. Das erklären wir, glaube ich, gleich im Detail. Abreise ist hier am Checkout-Tag bis 12 Uhr. Anreisen könnt ihr auch ab 12 Uhr. Ihr geht hier hinüber. Hier vorne am Ende des Gebäudes haben wir auch schon die Rezeption. Und wie ihr unschwer hören könnt, der Platz ist in den Fahrbereichen geschottert. Und daher nicht rollstuhlgerecht, wie auch die Einrichtungen sind nicht rollstuhlgerecht. Behinderten lassen wir dahingestellt, wenn ihr mit Krücken seid, aber nicht rollstuhlgerecht. Für Kinder gibt es keinen Spielplatz in der Nähe. Die sind hier herzlich willkommen, aber die, wenn ihr mit Kindern anreist, nehmt ihnen genügend Beschäftigungsmaterial mit. Hunde sind erlaubt, aber an der Leine zu führen. Logisch, ist ja fast überall so. Wenn ihr angekommen habt, geht ihr rein zur Rezeption, wo ihr auch die Sanitär- und Spüleinrichtungen findet. Aber die zeige ich euch gleich. Hier haben wir ein kleines Büro, wo ihr euch anmelden könnt. Es gibt ein Informationsblatt zum Stellplatz, das ihr auslädt in Deutsch, Französisch, Englisch und natürlich Niederländisch, wo ihr dann auch den WLAN-Code drauf findet, der hier im Stellplatzpreis enthalten ist. Der Stellplatz kostet 15 Euro. Darin enthalten Fährentsorgung, Chemietoilettenentleerung, das WLAN, das Spülen, die Toilettenbenutzung. Die Dusche kostet 2 Euro extra und der Strom geht nach Kilowattverbrauch an der Stromsäule. Wie gesagt, auf der Wiese haben wir keinen. Sollte mal Not sein, kann man den Betreiber aber fragen, ob er eine provisorische Stromversorgung euch dahinlegt. Ich denke mal, er rechnet es dann mit einer Tagespauschale ab. Ich will ihn gerade nicht stören, er schneidet nämlich jetzt gerade die Hecke. So, dann haben wir hier vorne einmal einen Wechselautomaten für Wechselgeld, das ihr benötigt, um duschen zu können, solltet ihr nicht die entsprechenden Münzen mit haben. Dann haben wir hier das Anmeldeformular
Stifte entsprechend, um es auszufüllen. Nochmal alle Beschreibungen in den entsprechenden Sprachen, die ich schon genannt habe. Ihr füllt das Formular aus, damit ihr hier registriert seid und werft es dann mit dem Geld entsprechend eurer Übernachtungen hier in den Briefumschlag. Der Münzautomat braucht ihr vielleicht auch, um euer Stromgeld, das in Münzen entrichtet werden muss, hinten an der Masterstromsäule entsprechend einwerfen zu können. Das Formular brauche ich euch jetzt nicht mehr zu erklären. Klassisches Anmeldeformular plus den Umschlag. So, dann haben wir hier noch Zeitschriften, die man sich ausleihen kann. Überwiegend niederländisch, ist logisch. Und dahinter haben wir auch schon einen Küchenbereich, wo ihr euer Geschirr spülen könnt. Wir haben einen Mini-Backofen, wir haben einen Kühlschrank, Wasserkocher, Senseo, selbst Spüli. Es ist alles da. Solltet ihr vielleicht mit einem kleinen Bulli unterwegs sein. Ach so, ich habe schon gesehen, es war auch ein Wohnwagen hier. Eventuell kann man hier auch mit dem Wohnwagen hin, wenn man vorher fragt. Ich würde jetzt nicht pauschal mit dem Wohnwagen hier anfahren, aber auch umgebaute Autos ohne Versorgung und Entsorgung darin können hier stehen. Gehen wir direkt zum Sanitär rüber, damit wir nicht hin und her laufen. Hier haben wir die Toiletten. Es ist eigentlich darauf hingewiesen, dass ihr euer Toilettenpapier mitbringen solltet, aber eine Notfallrolle sehe ich gerade da stehen oder jemand hat sie da stehen gelassen. Ansonsten ist es aber entsprechend sauber, wenn man bedenkt, dass der Platz sehr, sehr voll war. Es gibt zwei Toiletten, die von beiden Geschlechtern zu nutzen sind, mit davor einem Handwaschbecken und solltet ihr Toilettenutensilien entsorgen, auch einer Mülltonne, die nicht für den Hausmüll gedacht ist. Also auch hier ist eine Toilettenpapierrolle drin, aber auf der Anmeldung steht, dass ihr die mitbringen wollt. Dann haben wir hier nochmal eine Waschmöglichkeit mit warmem und kaltem Wasser, wo ihr, das ist nicht zum Spülen, ne? Das ist doch kein Spülbecken, das ist zum Waschen, oder? Wenn ich jetzt... Ja, ich denke mal zum Waschen. Zum Waschen, weil da haben wir ja die Spüle. Und hier haben wir auch noch die Dusche, wo ihr dann die 2 Euro, das ist die Kasse für die Dusche, entrichten könnt. Ich mache mal auf. Die Dusche ist geräumig mit einer Sitzmöglichkeit, Abzieher. Und hier, lasst euch nicht von dem Wasser, was hier steht, erschrecken. Das ist ein kleiner Bauschaden, das ist reklamiert. Der Fliesenleger hat die Fugen nicht richtig ausgefugt. Dadurch sind sie hochgekommen und das Wasser sucht sich keinen Weg. Ist aber reklamiert und soll geändert werden. Duschen habe ich nicht ausprobiert, aber erfahrungsgemäß sind die eigentlich von der Temperatur und dem Wasserstrahl immer sehr gut. Ich habe heute Morgen im Wohnmobil geduscht, weil ich so faul war, bis nach hier zu laufen. Ja, alles da, Abzieher, alles entsprechend sauber. Das, was fleckig erscheint, ist im Boden drin. Es liegt so kein Schmutz rum. Und wenn wir bedenken, dass wir jetzt Sonntagmorgen haben und es noch geputzt werden muss, sieht das alles gut aus. Und dann haben wir hier noch einen super Bonbon. Solltet ihr einmal ein Gruppentreffen planen und mit mehreren Leuten, bis 50, 75 Personen, eventuell einen Event planen, haben wir hier noch einen Gruppenraum mit, kann man nur zeigen, kann man nicht beschreiben, kommt mal mit. Das Geheimnis lüfte ich euch. Ihr könnt hier den Rasen mitnutzen, um eure Grills aufzustellen und dann in diesem schönen Wintergarten, wettergeschützt, dann zu essen. Es ist nach 3 Seiten zu öffnen. Ihr habt hier drin Kühlgeräte und eine Anrichte. Da gehe ich mal gucken, was drin ist, weil ich weiß, es gibt hier jede Menge Geschirr. Da kann das Fässchen drauf. Die ist leer. Da könntet ihr Sachen reinlegen, die ihr aufheben wollt. Hier haben wir einen Kühlschrank, ein Kühlaggregat, Also so ein Ding, wo man Kuchen und so zum Kühlen reinstellen kann. Hier könnt ihr wunderbar sitzen mit Blick aufs Gewächshaus, das man eben auch für Gruppenevents dazu mieten kann.
Ihr könntet auch drüben sitzen. Haben wir aber jetzt vielleicht ein Gruppentreffen in den kälteren Monaten, weil der Stellplatz ist ganzjährig geöffnet, könnt ihr auch hier drinnen schnuckelig sitzen. Vorsicht, Stufe. Ich halte Alfred mal das Fliegengitter weg, weil jetzt gehen wir in Omas Küche. Wir haben hier vorne erstmal eine riesige Gastroküche mit Eismaschine, mit einer großen Industriekaffeemaschine, mit einem Dampfreiniger. Also hier ist alles, was man aus einem Großküchenbereich kennt. Hintergrund ist nämlich, dass hier früher vom Betreiber Kochkurse gegeben wurden. Es gibt Smoothie-Maker, ich brauche es gar nicht alles aufzählen. Es gibt Industriespülmaschinen, es ist alles da. Wie gesagt, früher wurden hier Kochkurse gegeben, die auch im Fernsehen gezeigt wurden. Da ist der Jack nämlich schon von verschiedenen Produktionen gefilmt worden und hat seine Kochtipps gegeben. Aber jetzt haben wir gekocht. Jetzt wollen wir das Ganze auch essen. Wo setzen wir uns hin? Kommt mal mit. Hier haben wir unseren Jack, ein paar Jährchen jünger, aber selber Wohnmobilist. Haben wir nämlich festgestellt, er fährt einen Benimar. Und mit seinen ganzen Gemüsesorten. Der gute Jack hat extra, damit ihr es euch besser vorstellen könnt, die ganzen Stühle runtergestellt. Ihr habt hier nochmal die Möglichkeit zu kochen und das auch sogar auf Gas, was nach Alfreds Meinung als Koch wesentlich besser ist. Ihr habt ein riesen Spülbecken hier, alle Geräte wieder da, Spülmaschine und was mir so gefiel waren, die Löffelchen als Griff. Also alles ausgestattet und dann halt im historischen Ambiente habt ihr dann hier die Sitzmöglichkeiten. Laut Jack haben wir 600 Teller. Kriegt ihr so viele Leute für ein Treffen zusammen? Dann wird es aber auch schon knubbelig. Auf jeden Fall, das Ganze ist nicht ganz kostenfrei. Es wird für die Event-Tag eine Gebühr von 5 Euro pro Person zur Nutzung der Räumlichkeiten erhoben. Also absolut realistisch für das, was einem hier geboten wird. Ne, also wirklich nett. Wir waren ja gestern im Grauen Bär, im Mühlencafé, ähnlich aufgebaut. Schaut mal in dem Video zur Umgebung von hier. Da haben wir euch ja auch den Gemüsegarten, die Mühlen, die Dörfer entlang der Maas wieder mal gezeigt. Alles wirklich richtig schön historisch. Und hier sind wir auch wieder in einem tollen Ambiente, so wie ich es mag. Ich habe schon Kopfkino fürs nächste Weihnachtstreffen, wenn wir nicht andere Pläne hätten. Aber wer weiß, ob wir nach Süden kommen. Wäre eine Idee. Wenn der Frank das Video sehen sollte. Frank, das wäre was für ein Weihnachtstreffen. Also hier in den Raum passen ca. 50 Leute rein. Und nebenan, was sagte Jack, eben auch noch mal so um die 40. Ne? Ja, guck mal, hier sind ja auch alles Bilder von seinen Fernseh-Events. Guck mal hier, das sind ganz renommierte Köche bei. Guck dir das mal an. Guck mal hier, da oben. Es sind auch immer noch einige Kochgruppen, die hier regelmäßig herkommen und ihre Wettbewerbe und Events aus, wie heißt es, ausüben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also seit Corona macht es nicht mehr so in diesem ausgedehnten Sinne, aber wir werden ja alle ein bisschen älter. Einziges kleines Manko ist, aber die Müllabfuhr muss natürlich ja auch an den Container herankommen, ist der etwas weitere, in Anführungszeichen, Fußweg. Ihr geht von der Rezeption am Gewächshaus vorbei, hier vorne bis zu der kleinen Stichstraße. Dort haben wir Container und Behälter für Altglas stehen, wo ihr euren Müll, den ihr hier nicht sortieren braucht, nur Papier und Glas separat, dann entsorgen könnt. Der Stellplatz war mehr als voll. Ausweichplätze waren auch gestern alle befüllt. Von daher ist die Tonne jetzt ja, rappelsvoll, ne? Würde ich mal sagen.
Wir haben hier im Eingangsbereich die großzügig bemessene Grauwasserentsorgung, wo ihr einfach und bequem anfahren könnt. Und hier haben wir auch schon die Chemietoilettenentleerung mit dem Spülschlauch für eure Kassette. Die Frischwasserentsorgung haben wir hinten hinter dem Rezeptionsschild. Da haben wir den Anschluss. Ihr könnt hier kleine, große Mengen entnehmen, wie ihr braucht. Also nicht das für die Kassettentoilettenentleerung verwechseln. Und dann haben wir noch hier hinter ein Spülbecken, wo ihr mal vielleicht schmutzige Schuhe abwaschen wollt oder was weiß ich, wenn ihr angeln wart, hier an der Maas kann man ja angeln, irgendwas entrichten sollt. Wir haben noch ein Infoboard. Der Platz ist videoüberwacht. Nicht weggemachte Hundekaka wird teuer. Dafür könnt ihr viele Hundekotbeutel kaufen für die 100 Euro. Das kann ich aber nachvollziehen, weil wir des Öfteren schon solche Hinterlassenschaften auf unseren Parzellen gefunden haben. Ne, wir haben hier nochmal ein Spülbecken, das ihr nutzen könnt. Und dann kommen wir auch schon auf die asphaltierten Stellplatzbereich, wo ihr auf dieser geschotterten Unterfläche steht, wie auch der Fahrweg ist. Ist nicht der grobkörnige, der ist etwas kleinsplittiger, so dass ihr da gut stehen könnt. Nehmen wir direkt hier vorne den ersten Platz. Hier haben wir auch die Wiese, wo wir stehen. Da hast du einen wunderschönen Blick. Hier vorne ist auch noch eine Weide, wo Tiere sein können. Und wir stehen neben der Eierfabrik. Also ich fand das Ding so urig, habe ich direkt gesagt, stellen wir uns neben. Es leert sich langsam wieder. Der Himmel füllt sich mit Wolken, aber noch zur Lage kurz. Wir sind hier im Gebiet Maas-Schwalm-Nette, angebunden am Knotenpunktnetz. Direkt vor der Tür geht eine Fahrradstrecke vorbei. Es gibt viele, viele, viele Wanderwege hier in die Maasauen. Auf jeden Fall sind das Maasarme, die in Naturschutzgebiete grenzen. Wir haben viele kleine historische Orte in der Umgebung. Wir haben Roermond mit dem Outlet in 6 Kilometern Entfernung oder 8. Was auch nicht unattraktiv ist, haben wir diesmal ausgelassen, weil wir schon öfters in Roermond waren und wir haben gedacht, wir zeigen euch mal das, was man nicht immer sieht. Vom Outlet gibt es schon genügend Videos und von Roermond. Und wir haben gedacht, wir widmen uns hier mal den kleinen Orten. Dazu, wie gewohnt, in das andere Video schauen, das zur Umgebung online ist. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freue ich mich wieder, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dass ihr uns ein Abo dalasst. Liked es, schreibt uns auch einen Kommentar zu unseren Videos, zu dem Ort. Wart ihr schon hier? Gebt uns Tipps, wo wir mal hinfahren können. Ich sag mal, wir wohnen in der Nähe von Köln-Aachen. Roundabout 200 Kilometer ist so der Radius fürs Wochenende für uns. Vielleicht habt ihr da Ideen. Wir fahren auch nach Belgien, wenn ihr wollt, in die Eifel. Schreibt uns mal ein paar Tipps, wo wir euch noch ein schönes Video drehen können. Haben wir ja alle was davon, wenn wir es dann publizieren. So, und jetzt hoffen wir, dass die Rasenmäharbeiten, weil da standen bis eben noch Wohnmobile, gleich zu Ende sind. Wir können nämlich da hinten gerade nicht filmen oder ihr könnt mich nicht mehr verstehen. Wie gesagt, die Wiese ist Ausweichplatz, kein Strom. Es gibt eine provisorische Stromversorgung. Wir stehen nicht auf Keile. Sie ist hier in dem Bereich relativ eben. Da hinten stand der ein oder andere auf Keile, aber insgesamt ist der Platz sehr gerade. Das ist eure Stellfläche. Fahrt bitte rückwärts hinein, damit auf der rechten Seite, wenn ihr rückwärts steht, eure Rasenfläche ist. Das war bei einigen jetzt am Wochenende nicht ganz so einfach. Die mussten sich dann so eine Parzelle Rasen tauschen. Grünfläche groß genug, reicht für Markise und noch ein bisschen Platz daneben. Und dahinter haben wir auch schon eure Platznummer und die Steckdose. Hier wird einfach euer Stromanschluss, also euer Stecker reingesteckt, bezahlt, wird hinten an der Master-Steckdose, die wir euch jetzt zeigen. An der Stelle sage ich euch noch, wenn ihr den Weg ganz durchfahrt, am Ende gibt es einen Wendeplatz, wenn ihr hier nicht drehen wollt oder könnt. Und es gibt hinten auf der Wiese, wo wir stehen, wie auch am Ende, einen Ausgang, weil hinten an dieser kleinen Hecke vorbei geht ein wunderschöner Spazierweg, wo ihr mit eurem Hund eine Gassi-Runde drehen könnt. Also da raus, einmal rund und dann seid ihr wieder da. Gehen wir noch zur Mastersäule. Von diesen Mastersäulen haben wir hier 2 Stück.
Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch und ihr gebt hier eure Platznummer ein und die Kilowattstunde kostet 80 Cent. Ihr könnt per Münzeinwurf zahlen oder per App, die ihr einmal fürs iPhone oder hier für Android entsprechend runterladen könnt über den QR-Code. Die Säulen sind beleuchtet, der Platz verfügt über 3, 4, 6 kleine indirekte Bodenbeleuchtungen, dass man wieder, sollte man nachts zur Toilette gehen, den Weg zurück zu seinem Wohnmobil findet. Dadurch, dass wir hinten gestanden haben, habe ich das nicht so ganz mitbekommen, wo es jetzt so spät noch dunkel wird. Ihr könnt natürlich auch hier den Platz hinter eurem Wohnmobil zum Sitzen nutzen, nicht nur die Parzelle daneben, was auch rege angenommen wurde. Ja, da sind wir am Fazit. Ne? Wir sagen, super ruhiger Platz, alles da, alles gedacht. Jack, ein wirklich liebenswerter Mensch. Wir sagen danke für deine Einladung und wir hoffen, dir gefällt das Video, weil uns gefällt dein Platz mit voller Punktzahl. Macht es gut und auch nochmal viele Grüße an Jack und seinem Sohn, der hier fleißig Rasenmäher fährt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche geht's weiter mit dem nächsten Stellplatz. Ciao. Ciao.